Hallo und herzlich willkommen im Arcada Club. Wir starten jetzt hier mit der allerneuesten Version vom 16.10. Und ich wechsle mal hier auf den Vollbildmodus. Und wir sind jetzt hier in der Projektansicht. Ihr seht, hier oben kann man verschiedene Ansichten anwählen. Einmal die Medienansicht, einmal die Projektansicht und die Theateransicht. Wir kommen da später zu, was das alles ist. Nun starten wir aber erstmal mit einem neuen Film. Und da klicken wir einfach hier drauf und bekommen eine Auswahl von verschiedenen vorgefertigten Templates, also Vorlagen. Aber wir wollen uns damit auch noch nicht beschäftigen. Wir nehmen einfach hier das vorgefertigte Thema, kein Thema. Ja, also das nehmen wir und drücken auf Erstellen. Und nun können wir dem Film einen Namen geben. Und wir nennen den hier mal Arcada Testvideo. Und dann würde ich sagen, erstellen wir den doch mal, drücken auf OK und los geht's. Und jetzt seht ihr hier im Grunde genommen eine Ansicht eurer verfügbaren Fotos und Videos aus eurer Fotos-Mediathek. Die wird nämlich hier angezeigt. Hier unten ist der Schnitttisch, auf dem wir gleich alles zusammenschneiden werden. Hier oben haben wir die Auswahl der Bilder und verschiedene andere Effekte, die wir auswählen können. Und hier sehen wir dann, wie unser fertiger Film aussieht und haben hier noch die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu machen. So, und ich würde sagen, wir beginnen mal mit ein paar Videos. Wir suchen uns hier mal was zusammen. Ich habe hier so ein paar Videos kreiert. Also hier haben wir so eine Videoauswahl und wir starten mal hier den Ausschnitt an der Stelle, halten die Maustaste gedrückt und wählen dann einen circa 4 Sekunden langen Kameraschwenk hier. Und ihr seht, die Zeitanzeige wird oben angezeigt und dann lasse ich hier los und drücke auf das kleine Pluszeichen und dann fliegt der Clip hier schon nach unten in diese Timeline. So nennt sich das. Das ist eben der Schnitttisch, auf dem wir das alles zusammenschneiden können. Und dann nehmen wir uns hier nochmal einen weiteren Ausschnitt, einfach hier nochmal so 2,8 Sekunden. Von der Blume nehmen wir uns noch einen kleinen Ausschnitt. Und hier oben haben wir noch ein paar andere Kamerafahrten. Dann können wir hier auch nochmal den Anfang und das Ende verstellen. Also wir fangen hier an, wo die Kamera fährt, setzen hier das Ende hin. Also diesen gelben Rahmen könnt ihr mit der Maustaste verschieben und immer mit dem Pluszeichen dann diese selektierte Auswahl quasi hinzufügen. So einfach geht das Ganze. Und ihr seht, so langsam kommt hier ein Filmchen zusammen. Und wir sehen, der wird immer länger und länger. Er ist schon 19 Sekunden lang. Wir können mal hier an dieser Einstellung drehen. Dann können wir nämlich die Ausschnitte hier etwas verkleinern. Und wir sehen diesen Strich hier, den wir haben. Das ist unsere Abspielposition. Die können wir jederzeit an jede dieser Positionen fahren. Und wenn wir jetzt die Leertaste drücken, dann startet der Film. Und zwar genau so, wie wir uns den zusammengeschnitten haben. Ihr seht also, die einzelnen Kameraausschnitte aus den Videos sind jetzt hier quasi drin. Und so funktioniert das Videoschneiden. Man hat eben Filmmaterial und nimmt sich die Sequenzen raus, ja, und reiht die alle hier aneinander. Und schon ist der Film fertig. Aber jetzt geht es halt ans Detail. Wir können jetzt verschiedene tolle Sachen machen. Zum Beispiel schauen wir uns doch hier mal an. Hier haben wir so eine Filmaufnahme. Da können wir zum Beispiel hier mal auf diesen Zauberstab klicken und damit die Farben automatisch verbessern. Und ihr seht, jetzt sind hier einige Funktionen gelb angezeichnet. Das sind alles die Dinge, die er jetzt automatisch korrigiert hat. Er hat zunächst einmal die Lautstärke korrigiert. Er hat etwas an den Farben verändert. Und er hat auch was an der Farbbalance geändert. Wir können das ja nochmal zurücksetzen. Also ich klicke hier nochmal drauf und ihr seht, wie der Originalclip aussieht. Also die Farben sind nicht sonderlich kontrastreich. Und jetzt klicke ich hier drauf und jetzt seht ihr, haben wir einen sauberen Weißabgleich. Also wir haben wirklich weiße Wolken. Ich mache es nochmal zurück. Dann seht ihr, dass die Wolken hier ja alle fast sehr blau sind. Aber es gibt eben auch weiße Wolken in dem Bild. Und das sehen wir, wenn der Weißabgleich eben sauber funktioniert. Natürlich können wir die Parameter auch verändern. Wenn wir hier draufklicken, können wir selber an den Farben etwas verändern. Wir können hier zum Beispiel die Farbtemperatur erhöhen, können hier nochmal die Farbtemperaturen erhöhen und wir können das Ganze hier an diesen Parametern nochmal im Video ja hell und dunkel zeichnen und somit diesen Effekt nochmal beeinflussen. Also jetzt haben wir wesentlich kräftigere Farben als vorher. Ich schalte das mal ab. So, nee, abschalten geht hier nicht. Also hier drüber kann man es, glaube ich, nur abschalten. Nee, jetzt geht es auch nicht mehr, weil lieber doch, jetzt geht es wieder. Und natürlich setze ich dann immer alles zurück, wenn ich wieder auf diesen Zauberstab klicke. Dann sind meine Einstellungen, die ich hier gemacht habe, natürlich auch nicht mehr vorhanden. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das dann eingestellt hat, dass man sich das nicht anschließend durch das Drücken von Tasten wieder verändert. Aber ihr seht, es wird sehr schnell alles auf das Video eingerechnet. Der Ton ist korrigiert worden, alles ist komplett da. Und wir können uns das hier unten mal anschauen. Ihr seht hier unten auch diese Tonspur, die wir haben. Also die können wir auch zum Beispiel in der Lautstärke verändern, indem wir einfach hier an diesem Schieberegler das Ganze verändern und zum Beispiel den Ton ausschalten, indem wir ihn auf 0% setzen. Und jetzt haben wir hier unsere kräftigen Farben und eben diesen Kameraschwenk.
Ja, und jetzt können wir an weitere Sachen gehen. Zum Beispiel können wir hier oben auf den Titel klicken und dann haben wir verschiedene Optionen, wie wir hier Titel hinzufügen können. Wir können zum Beispiel hier drüber fahren und sehen zum Beispiel hier die verschiedenen Animationen, die zur Verfügung stehen. Und da sind eine ganze Menge vorgefertigter Sachen dabei. Und wir nehmen einfach einen solchen Effekt und schieben ihn jetzt hier über das Video. Und das ist im Grunde genommen das, wie das Ganze hier auch funktioniert, in sogenannten Ebenen. Wir haben unten den Computer, den Schnitttisch, auf dem unsere Videos liegen. Und dann legen wir jetzt so einen Titel da drauf und dann das nächste und das nächste. Und so kann man eben schichtweise das Ganze aufbauen. Und wir können jetzt den Text hier ändern. Und dann können wir sagen, der Herbst kommt. So, das tippen wir hier einfach rein. Die Animation dafür, die ist automatisch vorhanden. Das ist in diesem Template vorhanden. Wir sehen das jetzt. Also es wird hier so eingeblendet und dann wieder ausgeblendet. Wir sehen auch hier unten, wenn ich das nochmal vergrößere, dass das Ganze 4 Sekunden lang ist. Also unser Clip ist 4,1 Sekunden lang und hier oben die Texteinblendung ist 4 Sekunden lang. Und die kann ich natürlich hier noch anpassen. Jetzt ist sie auch genau 4,1 Sekunden lang. Und das ist das Tolle. Ihr könnt alles verändern, indem ihr einfach an die Clip-Ränder hier geht und dann einfach die Länge zum Beispiel verändert von eurem Clip. Ihr könnt den auch hier durchaus 5 Sekunden lang machen und auch den Effekt 5 Sekunden oder den Effekt nur 3 oder 4 Sekunden und dafür dann so in die Mitte legen. Also wir gucken uns das hier nochmal so an. Da kommt er dann eben erst etwas später in das Bild. Das gucken wir uns jetzt hier nochmal an. Und ihr seht, der Herbst kommt, der Text wird eingeblendet und wieder ausgeblendet, bevor der Übergang kommt. Und da kommen wir auch schon zu der Stelle, wo die Übergänge sind. Hier ist kein Übergang und wir haben hier oben einen Menüpunkt Übergänge. Und da seht ihr hier auch die verschiedenen Übergänge, was so alles möglich ist. Und da gibt es eine ganze Menge toller, professioneller Übergänge. Und wir können ja mal hier diese Überblendung mit dem Zoom nehmen. Und ihr seht, wenn wir die hier einfügen, dann wird der Clip ein bisschen gekürzt. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da haben wir zu wenig Videomaterial jetzt zur Verfügung gestellt. Deswegen müssen wir den ein bisschen länger machen, damit dieser Effekt eben auch gut funktioniert. So, und jetzt schieben wir das Ganze hier rein. Und ihr seht, wie toll dieser Effekt jetzt da eingeblendet wird. Also, das geht ruckzuck, indem ihr euch die Sachen einfach zusammenklickt, hin und her schiebt. Und jetzt kann man eben Details verändern. Zum Beispiel kann ich jetzt hier mal einen Doppelklick auf die Schrift machen. Also ich habe hier auf diesem Balken doppelt geklickt und ihr seht, jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, die Schriften zu verändern. Ich kann zum Beispiel eine ganz andere Schriftart wählen und da muss man ein bisschen aufpassen, die ist vielleicht zu groß. Dann können wir sie hier auch noch in der Schriftgröße verändern. Also nehmen wir vielleicht nur 168 Punkte oder 146. Da muss man ein bisschen gucken, wann es denn wieder passt. Jetzt passt es eigentlich und jetzt können wir natürlich hier auch uns rantasten und 115 eintippen. Also jede Textgröße ist möglich. Das Ganze ist zentriert und fett geschrieben und wir können natürlich jetzt hier noch die Farben verändern. Und ganz neu unter El Capitan sind diese Stifte und da könnt ihr jetzt so verschiedene Farbstifte anwählen. Also könnt ihr euch da ein bisschen die Farben aussuchen und wir nehmen mal dieses Orange hier zum Beispiel. Und dann haben wir den Effekt schon verändert. Wenn wir jetzt hier an den Anfang gehen, dann seht ihr, wie wir diesen tollen Effekt in der Farbe verändert haben und im Zeichensatz verändert haben. So einfach gehen diese Dinge hier und wir können noch verschiedene andere Sachen machen, aber das machen wir in einem zweiten Teil, damit die einzelnen Teile nicht zu lang werden und ihr könnt das Ganze ja mal ausprobieren. Also filmt mal mit eurem iPhone oder iPad einfach ein paar Filmsequenzen, damit ihr ein bisschen Material zur Verfügung habt und versucht mal einen kleinen 20 Sekunden Clip einfach mit iMovie zu erstellen. Ihr werdet merken, ihr habt eine Menge Spaß dabei. Ihr könnt immer hier umschalten zwischen all den Aufnahmen, die ihr schon habt. Ihr könnt hier eben die verschiedenen Sachen anwählen. Ihr seht auch hier in der Fotos-Mediathek könnt ihr nach Jahren, Sammlungen, Alben, Gesichtern alles auswählen, nach Orten, an denen ihr wart. Also man hat da eine ganze Menge Möglichkeiten. Warum ich allerdings in China war, weiß ich nicht. Ach, das war in einem anderen Tutorial, wo ich das gezeigt habe. Also man kann hier draufklicken und dann aus den einzelnen Orten im Grunde genommen nachher auch die Fotos ziehen. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwann tauchen die hier auch auf. Das ist nämlich die Idee, genau so. Dann seht ihr, ich war in Yesbeck und wenn ich hier auf den Pfeil klicke, dann sind das die Filmaufnahmen, die ich in Yesbeck gemacht habe. Und die ziehe ich einfach auf und ich kann mit der Maus natürlich auch dann diesen Clip hier einfach dazwischen fügen. Das geht auch ohne Probleme an die Stellen das Ganze setzen, wo ich das gerne hätte. Und ihr könnt auf diese Art und Weise natürlich auch Clips noch tauschen. Das ist das Schöne an so einem Schnittbrett, den wir unten haben. So, jetzt sind wir fast bei Teil 2. Das machen wir aber wirklich Teil 2. Also schaltet gerne um, aber übt erstmal im Teil 1 die Sachen umzusetzen.